Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den Valmet 6400. Und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier gerne mal genauer vorstellen. Vorab dazu ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Kompakttraktoren. Der Autor von diesem Mod heißt hier Oscar-8599 und Greenland Farming. Die Modgröße beträgt hier aktuell 17,77 MB und das Ganze ist in der Version 1.000 für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole kaufen tut, dann kostet euch dieser hier ca. 19 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal kaufen tut, dann nur noch einen Slot. Das Ganze finden wir hier auch unter Mods und DLCs. Und da haben wir hier schon den Valmet 6400. Dieser hat Standard knapp 100 PS, ein Getriebe, Manuell- und Lastschaltstufen, kann hier 250 Liter Diesel laden und fährt ca. 40 km/h, wiegt 5,3 Tonnen und kostet euch aktuell in der Standardkonfiguration 80.000 Euro. In der Konfiguration habt ihr hier Weber Motorausführung, den 6400 mit 100 PS oder den 6600 mit 120 PS. Reifenhersteller haben wir hier Weber Trelleborg, Friedestein, Continental, BKT, Michelin, Mitas, Nokian und hier wiederum Trelleborg. Bei Trelleborg haben wir hier Weber aktuell die Reifenvariante Standard, Pflegebereifung, Standard 2 oder Standard. Bei Friedestein können wir hier wählen aktuell Standard, Standard 2, Standard 3 oder Standard. Bei Continental können wir hier wählen aktuell Standard, Pflegebereifung, Standard 2 oder Standard. Bei BKT haben wir hier nur Weber aktuell Standard und bei Michelin können wir hier auch nur wählen Standard. Mitas können wir hier aktuell wählen Reifenvariante Standard, Standard 2 oder Standard. Und Nokian haben wir hier nur Weber aktuell Standard. Jetzt kommen wir hier mal zu der Kühlerabdeckung. Die können wir hier wählen aktuell neuer Stil 1 oder neuer Stil 2. Als Beispiel. Oder ihr könnt wählen sogar noch Alter Stil 1 und Alter Stil 2. Das geht auch. Rundumleuchte haben wir hier Weber mit Nein, Vorderseite, links hinten Stil 1, links hinten Stil 2, links und vorne Stil 1, links und vorne Stil 2, rechts hinten Stil 1, rechts hinten Stil 2, rechts und vorne Stil 1, rechts und vorne Stil 2 oder beide hinten Stil 1, beide hinten Stil 2 oder alle Stil 1, alle Stil 2 oder keine. Lampen können wir hier auch wählen, aktuell Standard, ja oder Standard. Kennzeichen habt ihr hier Weber ohne, entweder hier nur hinten mit der Kennzeichenbeleuchtung oder vorne und hinten. Warndreieck habt ihr hier auch Weber mit Nein oder mit Ja. Und Frontschutzgitter könnt ihr hier auch wählen mit Nein oder Ja. Und dann kommen wir hier zu den Frontladeranbau. Diesen könnt ihr hier wählen mit Nein oder mit Quicke, Hauer oder Ja oder Nein. Je nachdem, was ihr da am meisten braucht. Die Hauptfarbe habt ihr hier Weber einmal hier in Rot, in Dunkelblau, in Dunkelgrün, in Gelb, in Weiß, in Schwarz sogar, in Hellgrün oder in Beige. Die Farbe des Verdecks können wir hier auch noch wählen, aktuell in schwarzer Kunststoff, dann in Rot, in Dunkelblau, in Dunkelgrün, in Gelb, in Weiß, in Schwarz, in Hellgrün
oder auch passend hier in Beige. Die Farbe des Grills habt ihr hier wählbar entweder hier in Schwarz oder in Grau, also vorne das Grill. Und die Auspufffarbe habt ihr hier auch wählbar, einmal hier in Schwarz oder in Chrom. Die Felgenfarbe ist hier auch wählbar, einmal hier in Silber, in Weiß oder auch gerne hier in Schwarz. Das Kennzeichen könnt ihr hier auch wählen, sofern ihr das natürlich konfiguriert habt. Dann kostet euch aktuell dieser Valmet 6400 in dieser Konfiguration 85.740 Euro. Wir haben aktuell mal ein paar Modelle hier hingestellt und ich möchte diesen noch gerne mal testen. Wir steigen hier mal in den Standard ein. Da haben wir hier natürlich das normale Licht, sowohl vorne als auch hinten. Dann die Strahler oben an der Kabine, sowohl hinten als auch vorne und hier an der Seite. Blinker vorne rechts, Blinker vorne links. Dann haben wir hier natürlich Blinker hinten links und hinten rechts. Und auch die Hupe. Und so sieht das Ganze von innen aus. Auch den hier können wir jetzt einfach hier mal starten. Rückfahrleuchte haben wir hier keine, aber dafür die Bremsleuchten zwei Stück. Können hier einfach mal eine Runde fahren hiermit. Fährt ihr hier auch einwandfrei. Wir können hier jetzt wählen L1 und Rechtsstick nach oben oder nach unten. Da können wir hier die Dachluke öffnen und schließen. Oder wir wählen L1 und R1. Linker Stick nach links oder nach rechts. Können wir hier die rechte Tür öffnen und schließen. Oder wir wählen L1 und R1. Rechter Stick nach links oder nach rechts. Da können wir hier die linke Tür hier öffnen und schließen. Oder wir können wählen L1 und R1, rechter Stick nach oben oder nach unten. Können wir hier das Heckfenster öffnen und schließen. Und wir können hier wählen mit L1 und R1 und X könnt ihr hier sogar die Fahrtrichtung wechseln. Einmal so, dann dreht ihr euch, dann könnt ihr hier auch so fahren damit. Das Ganze geht hier auch. Habt ihr hier unten die kleinen Pedale und das Lenkrad hier an der Seite. Jetzt steigen wir hier mal in den anderen ein, den wir komplett voll konfiguriert haben. Hier haben wir am Anfang das Licht, sowohl hinten als auch vorne. Wie vorne und in der Mitte. Dann haben wir hier die Strahler oben am Heck. Und natürlich auch vorne komplett die Strahler, ne, mit dem ganzen Licht hier. Des Weiteren haben wir hier die Rundumleuchten am Dach, komplett vorne und komplett an den Seiten hier. Blinker hinten rechts, Blinker hinten links. Dann haben wir hier vorne links und vorne rechts. Und auch hier die Hupe. Das Ganze möchten wir hier natürlich auch gerne mal starten. Können wir auch mal eine Runde fahren damit. Und der fährt sich schon recht sehr, sehr entspannt hier. Auch hier mal die Tastenlegung wählbar, L1 und rechter Stick nach oben oder nach unten. Da können wir hier die Dachluke öffnen und schließen. Oder ihr könnt wählen L1 und R1, linker Stick nach links oder nach rechts. Da könnt ihr hier einmal die rechte Tür öffnen und schließen. Mit Sound sogar. Oder L1 und R1 und rechter Stick nach links oder nach rechts. Könnt ihr hier die linke Tür öffnen und schließen.
Oder ihr könnt wählen mit L1 und R1, rechter Stick nach oben oder nach unten, könnt ihr auch das Heckfenster öffnen und schließen. Ist an sich ein schöner Traktor, kann man sich hier auf jeden Fall gerne mal laden und auf Dauer selber mal testen. Damit sind wir hier leider aber auch schon zum Ende dieses Videos hier gekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne mal euer Feedback da. Falls ihr Anmerkungen habt, Fragen oder gern mehr, schreibt mir diese doch gerne bitte unten in die Kommentare. Besucht uns auch gern mal bei Twitch oder schaut mal bei uns im Discord vorbei. Wir würden uns freuen über euch. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.